Willkommen zurück bei Shadow Gambit. Wir haben ein neues Crewmitglied. Kommt gleich. Und das redet natürlich als erstes Mal mit dem Schiff. Ah, meine Seelenchirurgin und Pflanzenhüterin. Hey, Mali. Wie war's denn so, als ich noch nicht wieder eine Perle hatte? Ich muss leider melden, dass die Gesundheit der Crew und der Pflanzen an Bord in deiner Abwesenheit stark gelitten hat. Überrascht mich nicht. Sonst würden wir ja auch keine Schiffsärztin brauchen. Ich hatte immer gedacht, ein guter Arzt würde versuchen, sich selbst überflüssig zu machen. Nicht auf diesem verdammten Schiff. Ohne mich würde die Crew buchstäblich auseinanderfallen. Ich muss mir was einfallen lassen, wie ich die Skelette stabiler machen kann. Zuerst werde ich die gesamte Crew einer zusätzlichen Untersuchung unterziehen. Gute Idee. Wir haben ein paar Neuzugänge. Die schaust du dir am besten sofort mal an. Nein, das gilt auch für dich und das weißt du auch. Warum fange ich nicht mit dir an? Gern. Nur ist mir gerade aufgefallen, dass die Tarantelpalmen auf der Krankenstation demnächst eingehen werden. Ich hab's doch schon gesagt, du kannst nicht... Moment. Meine Tarantelpalmen? Das hat ewig gedauert, die aufzupäppeln. Ich muss los. Gut. Oh, das gefällt mir. So. Hast du ein Ausrufezeichen? Ach so, bei Estelle, ja. Brauchen wir nicht. Was ich machen werde, ist Gale zu Ende bringen. Kanone gesucht? Ja. Sprich mit dem traurigen Skelett. Wo waren das? Das war das hier, wa? Ich mag Weitschüsse. Da ist es. Oh! Nein! Das wirst du jetzt nicht machen, mein Freund. Ist dein Kopf immer noch voll? Ja. Wie wird besser? Beim Dichten? Tja, Übung macht den Meister. Aber du brauchst auch Inspiration. Inspiration? Ja, du musst etwas sehen oder empfinden, das dich inspiriert. Ich nehme dich mit hoch zur Mastspitze, damit du siehst, was ich meine. Oh, oh. Quelle Surprise! Nimm das traurige Skelett hoch auf den Mast. Zu Befehl. Kommst du mit? Wie jetzt? Ich bin auf dem Mast. Und das Skelett? D'accord. Wie kann ich das mitnehmen? Ei. Hä? Warte mal. Nimm das. Vielleicht bringt es da oben. Wer möchte einen Freiflug? Nur nicht so bequem machen. Tut mir leid wegen der Landung. So, kann ich da hochschießen? Ach, warte mal. Bonsoir. Ich kann es doch einfach mit hochnehmen. Ich brauche den ja gar nicht hoch. So, und jetzt? Bin raus mit dir. So. Jetzt klettert er wieder runter. Bien sûr.
Ach, auf den Mast. Das ist aber nicht die Mastspitze, Freundchen. Oh. Gut. So sicher wie die Stürme. So, pass auf, Freundchen. Freiwillige. Jetzt geht der Spaß los. So, also. Fragen wir nicht um Erlaubnis. Einmal da hoch. So. Einmal hierher. So, alles aussteigen. Aha. Ich bin der König der Welt. Da wären wir. Was meinst du? Ist schön. Ah, oui. Die Unendlichkeit des Ozeans. Die kann deine Augen eine ganze Weile lang fesseln, wenn du sie nur lässt. Na, was empfindest du? Ehrfurcht, Schönheit. Meinst du, das kannst du einfangen? Einfangen? Halt dich daran fest und lass dich davon leiten. Mit Ehrfurcht sehe ich das Meer. Oh, jetzt geht das wieder los. Die Weite schmilzt die Entfernung. So? Das war super. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Skelett so flüssig spricht. Etwas hat sich geändert. Es ist flüchtig. Muss weitermachen. Kennst du mehr von solchen Orten? Klar. Vielleicht möchtest du nun die Kanonen aus einer neuen Perspektive kennenlernen? Nimm das Skelett mit zu einer Kanone. Kurze Lunte, langes Seil. Keine Sorge. Okay, diesmal muss ich gucken, welche Kanone gemeint ist. Da. D'accord. So. Ei. Yeah. Hier. Nichts reimt sich mit Kanonen. Ich bin froh, dass du mitdenkst. Wenn dir ein Wort in die Quere kommt, umschreibst du es. Wie sieht die Kanone aus? Was macht sie? Wie Großer klingt Badabum. Sie? Solche Sachen. Robustes Eisen trotzt dem Element. Schwer mit harter Haut wie Zement. Macht immer das, was es soll. Dann nicht mehr. Nicht so toll. Kanone kaputt. Das war ziemlich gut. Danke, dass du das mit mir geteilt hast. Gibt es noch mehr Orte für Inspiration? Klar, aber vielleicht solltest du dir dort etwas suchen, wo nur du hin kannst. In meinem Schädel? Genau. Ich lass dich dann mal in Ruhe. Gael! Oui? Ich will teilen, auch mit anderen Skeletten. Bist du sicher? Ja. Das lässt sich einrichten. Ich überlege mir was. So. Aktive Crew-Geschichte. Du musst den aktiven Schritt anfangen. Okay. Muss ich jetzt mit ihr reden? Bonsoir. Frau Kanonierin, wie ich sehe, beschäftigst du dich immer noch mit den Skeletten. Ja, deshalb bin ich hier. Hast du irgendwo einen Raum, wo ich eine Lesung veranstalten könnte? Ich habe da eine Galgenkammer, die wir noch nie gebraucht haben. Und jetzt sind ja alle tot.
Ich sag Estelle, sie soll dich dorthin lassen, sobald du soweit bist. Très bien. Ich werde mal ein kleines Flugblatt machen. Erstell ein Flugblatt. Wo mache ich das? Knochenpoesie unterm Alben. Und wo mache ich das? Zu Befehl. Da nicht. Ach, hier. Bien sûr. An der Schreibecke. Knochenpoesie unter dem Gall. Offene Bühne. Alle sind eingeladen. Und jetzt verteilen wir die. Häng ein Flugblatt auf. Na ja, gut. Was sich ein bisschen stört, ist, das ist nur abklicken. Also sprich, ich kann selber keine Entscheidungen treffen. Wo sind die Blumen her? Das ist eine gute Stelle. Ja. Ich kann selber keine Entscheidung treffen. Kann also wirklich nur abklicken und die Story erleben. Wobei die Story eigentlich gut ist und mir gefällt. Aber ich kann nichts selber machen. Das dürfte gut zu sehen sein. So, und hier vorne war, glaube ich, da. Fragen wir nicht um Erlaubnis. Na toll, jetzt weiß ich nicht, auf welcher Seite. Das ist eine gute Stelle. Gut. Das reicht. Jetzt warten wir bis zum Tag der Lesung und hoffen, dass auch wirklich Leute kommen. Crew abgeschlossen. Na, wobei, nein, ist nicht abgeschlossen. So. Toja 5, letzte Herausforderung mit der alten Gertrude sprechen. Fein gehackt und gewürfelt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen können. Wer ist die alte Gertrude? Ein bisschen Musik wäre doch schön, oder? Ja. Ich vermisse die Chansons meiner Heimatstadt. Ich prophezeie, dass die Rumreserven zur Neige gehen. Ich war's nicht ohne. Nein. So. Nee, das können wir das nächste Mal machen. Genau. Theresa, Schritt 2 mit dem Schiff sprechen, wäre das... Das Feuer verzehrt sich nach uns. Das wäre genau dasselbe. Können wir nicht machen. Gut. Dann können wir losgehen. Was springt für mich dabei heraus? Direkt auf den Punkt gebracht. Estelle. Ahoi, Estelle. Du weißt, wohin es geht. Ja, ja. Rätselkammer jetzt. Bananen später. Der Weg ist frei. Also weiter, Frau Navigatorin. Oh oh. Wird erledigt. Mir gefallen diese Aussichten. Der Schädel des Kapitäns. Sieh an, sieh an. Noch so eine ominöse Tür. Schau sich einer diesen Schädel an. Ich würde sagen, dem fehlt ein Auge. Ein Auge? Sag mal, weißt du, woher der Spitzname des Kapitäns kam? Schwarzauge Mordecai?
Ich bin immer davon ausgegangen, dass er seinen Namen seiner Augenklappe verdankte. Seiner Augenklappe? Ich bitte dich. Er hatte wirklich ein schwarzes Auge. Perle. Er behauptete, er sei einst von einem Wesen aus den tiefsten Tiefen berührt worden. Und wenn er es nicht verdeckt hätte, hätte es ihm die Zukunft offenbart und ihn in den Wahnsinn getrieben. Unerzählte Zukunft. Das ist also das letzte Relikt. Und wo ist jetzt sein schwarzes Auge? Das ist der Haken. Wahrscheinlich ist das Auge des Kapitäns noch immer im Schädel des Kapitäns. Ah, und den hat Ignacia, wie ich vermute. Ei, Frau Navigatorin. Wir müssen ihn ihr abnehmen. Na gut. Wir müssen unseren Schlag gegen Ignacia vorbereiten. Ich habe alle am Kartentisch versammelt. Let's go! Hä? Alle am Kartentisch versammelt? Ja, gut. Schön, dass ihr alle hier seid. Sowohl meine gesamte Crew, wie ihr seht, als auch ihr da an den Monitoren. Jetzt setze Kurs, Frau Navigatorin. Hä? Nein. Kartentisch. Ich dachte, es gibt jetzt eine Besprechung. Wohin, Frau Navigatorin? Das geschuldete Bildnis. Sagan sagt. Nein. Ich dachte, ich krieg jetzt hier noch was. Ach so, Vorbereitung mit der Marley sprechen. Der ja, von wegen am Kartentisch versammelt. Die Skelette treten dauernd auf das Spinnennest. Erklärt eine Menge. Hab neulich erst einen gesehen, der Fischköder fressen wollte. Okay. Mir gefällt's schon jetzt. Ah! Alle. Ignacia hat den letzten Schlüssel zum Rätsel des Kapitäns. Eine gefährliche Mission erwartet uns. Wir werden ihre Trophäe aus dem Fort Gran Alcazar entwenden. Es wurde auch Zeit, dass wir uns für den Hinterhalt rächen können. Très bien. Diesmal wird ihr uns nicht bemerken. Ah, wieder ein Kampf gegen diese hünenhafte Hammerhexe. Ich habe hier einen feinen Bolzen für Ignacia. Ihr Urteil ist längst überfällig. Ein Festmahl erwartet uns. Der Sieg steht auf dem Speiseplan. Da gibt es etwas, das wir nicht außer Acht lassen sollten. Ignacia hat uns Mordecais Schädel wie eine fette Geldbörse vor die Nase gehalten. Ei, sie wusste, wir brauchen sein schwarzes Auge. Genug Zeit, um eine Falle vorzubereiten, was? Wir sollten lieber vorsichtig sein. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Du brauchst zwei ausgewogene Teams. Ein Team geht zuerst rein, um sich den Schädel zu holen. Sollte etwas schiefgehen, kommt ihm das andere Team zu Hilfe. Das ist annehmbar. Wir halten uns an deinen Plan. Setzt Kurs auf Gran Alcazar, sobald ihr noch könnt. Holen wir uns das, was uns zusteht. Zwei Teams. Okay. Mission abschließen in die Höhle des Löwen. Soll ich mit ihr da oben gehen? Reise nach Gran Alcazar. Geh zum Kartentisch und spiel die nächste Mission. Gut. Mir gefallen diese Aussichten. Dann let's go. Dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet mit zwei Teams. Wird erledigt. Setze Kurs, Frau Navigatorin. Gran Alcazar. Diese Festung der Inquisition ist ein trister Vorgeschmack auf die Welt, wie sie sich die Eiferer vorstellen. Hinter diesen unüberwindlichen Mauern wurde jeder Stein so angeordnet, dass er ihrem großen Ganzen entspricht.
Akolyten werden in der Kaserne und der Schmiede einem rigorosen Training unterzogen, sekundengenau nach Zeitplan. Im Divinitorium starren die Eiferer in das Maidenfeuer, um sich ihre irren Visionen abzuholen und dann im Garten die Seele baumeln zu lassen. Tag für Tag treffen Pilger ein, um in der offenen Kathedrale zu beten, einem Monument der Selbstüberhöhung der Inquisition. Seit sich Ignacia hier niedergelassen hat, ist Gran Alcazar für Pilger geschlossen. Zweifellos, weil sie ein paar ihrer üblen Riten vorbereiten will. Na gut. Crewgröße 3, Lebenskraftboost 3, Tageszeit Nacht, Dauer lang. Schleiche dich nach Gran Alcazar und entreiße ihn ihr. Okay. Wir werden jetzt anfangen, aber das wird jetzt sich wieder über ein paar Folgen hinziehen. Wahrscheinlich dürfen wir hier quer durch die gesamte Dings laufen. Gran Alcazar ist am Horizont aufgetaucht. Ich kann in der Nähe keine Patrouillenboote sehen. Praktisch, findest du nicht? Allerdings, ich werde mich in der Nähe in den Korallenriffen verstecken, falls sie versuchen sollte, uns auf See anzugreifen. Aber wie kommen wir hinter diese Mauern? Ihre Verteidigung ist stark, aber nicht unüberwindlich. Ich schlage vor, wir nehmen den Landepunkt der Pilger. Es gibt also nur einen. Was ist mit Mordecais Schädel? Der ist da draußen. Ein Kustos schirmt den ab, aber nicht genug, um ihn zu verbergen. Fette Beute, was? Ignacia hat ihre Figuren aufgestellt. Jetzt sind wir am Zug. Ich sehe schon wieder nicht so einen Typ in der Glocke. Wir brauchen zwei Teams gleicher Stärke. Das eine geht zuerst rein. Den anderen zur Sicherheit. Das wird dann meins sein. Nun gut, Frau Navigatorin. Wähle den Landepunkt der Pilger und stell dann das erste Team zusammen. Ja, gut. Wir haben nur einen Landepunkt, da können wir nicht viel auswählen. So, sie darf nicht. Um reinzukommen, brauchen wir natürlich sie. Kluge Wahl. Ja. Warte mal. Jetzt muss ich überlegen. Sie kann klettern. Toja? Theresa kann gar nichts. Naja, sie ist für Schleichangriffe. Sie macht genau dasselbe wie sie. Ich würde sagen, wir nehmen John ins erste Team und Yuki mit der Falle ins erste Team und John ins zweite Team mit der Scharfschützin. Und jetzt nehmen wir noch den Samurai mit. Oder Gale mit der Kanone. Wieder in Aktion. Ja. Und ins zweite Team nehmen wir John, die Scharfschützin und ihn oder und Toya. Genau. Was ist mit dem zweiten Team? Ich frage mich bloß, wie konnte Ignacia nur Mordecai überlisten? Müssen wir jetzt wirklich darüber reden, Frau Navigatorin? Wir wollen doch jetzt seine sterblichen Überreste bergen. Ich finde, wir können genauso gut jetzt darüber reden, oder? Also schön. Ignacia hat uns auf See überfallen. Einer ihrer verdammten Riten hat meine Kräfte geschwächt. Es gab keine Erinnerungen, die uns hätten helfen können. Der Captain ist rüber, um den Ritus zu stören. Er hat dir gesagt, du sollst abhauen, oder? Ich werde seine Worte nie vergessen. Flieh, Marley. Du weißt, worauf sie es abgesehen hat. Folge den Hinweisen. Finde meinen Schatz. Und genau das werden wir tun, Frau Navigatorin. Der letzte Teil des Rätsels erwartet uns. Ja, überlass die mir. So. Was machen wir denn jetzt Schönes? Lass mich einfach nur Notizen dazu machen.
Da steht einer, da steht einer, da ist unser Ausgang. Wo ist unser Schädel? Da. Da ist einer mit der Glocke. Ein Prognostikar, Kommissarius. Wird die Inquisitorin morgen eintreffen? Wenn alles nach Plan läuft. Oh, Ignacia ist gar nicht da. Prognostikar. Die Maid öffnet den Weg. Das Feuer stellt die Seele. Genau. Und da ist sie. Ihre Heiligkeit. Juhu. Die Heiligkeit des großen Ganzen. Einfallspinsel allesamt. Gut. Also, Ignacia ist noch gar nicht da. Okay. Dann werden wir erstmal ihn umlegen. Die Behandlung ist bereit. Genau. Drei kleine Schnitte. Der nächste, bitte. So langsam gefällt mir dieser Plan. Und zwar damit, Gerl. Wo der Wind weht, fliegen Kanonenkugeln. Los geht's. Großes Problem, noch größere Lösung. So. Genau, damit du erstmal eine Leiche hast. So. Wir müssen hierher. Ah, da unten ist der Eingang. Gut. Du siehst ja gar nichts. Dann legen wir den erstmal um. Und ich würde sagen, den hier machen wir mal pro forma fertig, damit wir hier rankommen. Ei, hier. Oh, die Blätter kitzeln. So. Lieber nicht vergessen, ja? Ich weiß genau, wo ich ansetzen muss. Den Leib töten, die Seele befreien. So. Ich hab genau das Richtige. Bitte. Mögen die Blätter alles bedecken. Ach so, warte mal. Ach so, ich kann mich ja bis dahin schleichen. Der sieht ja nichts. Jetzt pass mal gut auf. Willst du woanders weitermachen? Vielleicht sollte ich... Wird nur ein wenig wehtun. Vielleicht sollte ich die Wand angucken. Futter für die Ranken. Oh, das gefällt mir. Eine Sorge weniger. So. Nun gut, leicht zu beheben. Das Thema ist erstmal erledigt. Entdeckung. Okay, als nächstes ist er da oben dran. Das kann Yuki, meine Kleine, machen. Ich bin nicht zu fassen. Die Stacheln sind hier zwar nur Deko und behindern die Schwungkraft hier. Das ist wahrscheinlich Eis, aber holla die Waldfee. Wenn die Dinger schießen, dann hat ein Schiff ernsthafte Probleme. Komme. Wach auf, Katana-san. Nichts Persönliches. So. Gut. Ah, da ist ja noch einer. Warum nicht einfach meine Kräfte nutzen? Überlass das mir. So. Wie weit guckt ihr denn jetzt? Ah. Wach auf, kleine Falle. Trick und tot. Reicht das? Gute Idee, Malik-san.
geht's schnell. Warte, warte, warte. Hey! Psst! Probier mal diese Frucht. Oh, das ist ja faszinierend. Hey, psst! Probier mal diese Frucht. So vertrittst du dir die Beine. Wird echt schnell wachsen. Bin dabei. Lass mich das hier tarnen. Da was? Ich bilde mir das voll ein. So. Ach, jetzt kann er ja nicht mehr sehen wegen dem Gemüse. Warte mal. Das ist aber falsch. Weil... Den ist gut für dich. Kommt der gleich. Der Patrouille verlangt, dass ich bleibe, wo ich bin. Ja, ja, ja. Oh, das ist sehr kurz. Die Korsarin ist bereit. Yuki. Ich kann das. Wer? Komm mal rein hier. Wer ist ein guter Tanuki? Bewegung jetzt. Folgt den Kleinen. Nein, ich verlasse meinen Posten nicht. Ach komm! Ach, na gut. Machen wir einen kompletten Alarm? Doch, warte, ich hab doch was zum Schießen. Bereit für eine Herausforderung. D'accord. D'accord. Pass mal auf. Kanol, bereit. Was haben wir denn da? Tut mir leid wegen der Landung. Die Landung hätte sanfter sein können, aber nun gut. So. Ich werde die ausdünnen. Bislang finde ich das hier gut. Seltsames Seelenmuster. Wie viel Zeit ist verstrichen? Gael-san ist stark. Ja. So sicher so. Wie die Stürme. Gut. Du hast deine Kanone wieder? Herumstehen, Licht tanken. Licht tanken. Bin dabei. Morgen. Lass mich deine Seele sehen. Meinen Blick kann ich auch abschütteln. Halte still und stell dich deinem Urteil, Piratenbrot. Ich hab genau das Richtige. Stopp mal. Ich vermisse die Wellen unter meinen Füßen. Alle mal weg hier. Das ist ein toller Trick. Gleich geht hier die Tür auf. Ach nee, der kommt ja gar nicht dahin. Es kommt ja gar keiner. Oh, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt einer. Na gut. Oh, oh, ich bin wohl schwer zu... Noch ein Loch. Was? Verdammt. Ich bin raus. Schnell, komm zu mir. Wirbelstreich. Leise und geschwind. Ist das... Ernsthaft? Oh, das muss ich mir aufschreiben. Zurück in deinen Körper. Ärztliche Anweisung. Ich bin wieder lebendig. Was waren das jetzt eben? Haie und Vögel. Oh, 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 da kommt ja noch einer. Das macht Spaß. Was? Hier treibt der Junge. Hast du Deckung? Oui. Urteil der Meister. Bien sûr. Kreatur. Das Feuer wird mich zu dir geleiten. Mensura, Calcula. Rectifica! Wie kam er von der Seite? Das ist ja unfair. Ha! Ich kann dein verwestes Fleisch schon riechen. Deiner vermaledeiten Seele. Möge dein Kadaver dem Scheiterhaufen Nahrung Miss. Geben. Berechne, berichtige. Gut. Oh, das gefällt mir. Wir haben sie zurück in die Tiefen gejagt. Futter für die Ranken.
Nicht abhauen, nicht abhauen, Freundchen. Ja, überlass die mir. Nicht abhauen. Den Leib töten, die Seele befreien. Seelen aus der Erde. So, gut. Die wachsen aus der Seele. Nee, die lasse ich noch nicht verschwinden. Kommt gleich. Falls ich die für die Kanone brauche. Kanone gesucht? Na, guck mal, die hat gar keine drin mehr. Ei. So, jetzt hast du wieder einen. Ach so, der hat die Leiche, sie hat die Leiche verloren, als sie erschossen wurde. Ein Anker im Meer. Okay. Wie kommen wir jetzt rein? Hier kommen wir auf den Dings rauf. Hier gibt es keine Türen. Ich komme hier nirgendwo rein. Geschwind. Die ist verschlossen. Hier komme ich auf den Turm. Kann hier runterspringen. Und komme hier runter. Und dennoch müssen wir weitermachen. Bringt mir aber nichts. Hier komme ich rein. Und komme dann bis hier. Bis zum Maidenfeuer. Wird die Inquisition. Okay. Das heißt, ich könnte mich jetzt hier rumkämpfen. Und dann hier rein. Da ist eine Leiter. Aber ich komme nirgendwo hier auf die Mauern. Ich muss außen rum. Das heißt, entweder gehe ich hier durch. Ist genug Zeit, um den Ritus vorzubereiten. Wie weit mit uns ist. Oder hier rum. Ich habe keine Chance, woanders reinzukommen. Seht ihr das? Ach, unschön. Unschön. Ich würde sagen... Ja, nimmt sich beides nicht viel. Ich nehme die Seite hier. Ich gehe hier rum. Weil hier haben wir schon unseren Ausgang offen. Okay, Freunde. So viele Tricks. Die Korsarin ist auf der Jagd. Dann werden wir uns das mal angucken. Da steht einer. Das sind Zivilisten. Ist eine Weile her. Ja, ja. Hier ist kein Turm. Der Turm ist tot. Der Judex du, die Vermaledeiten werden angreifen? Und der Judex, die würden sich an unseren Mauern nur blutige Nasen holen. Ja, das befürchte ich auch, dass wir uns blutige Nasen holen. Aber mir bleibt nichts weiter übrig. Aha, hier kommen wir rein. Hier kann ich auch runterspringen. Da ist ein Gebüsch. Oder? Ja. Ah. Den kann ich von der Patrouille umlegen. Genau jetzt. Dann kriegt er einen Alarm. Mach ich. Das ist genau das, was ich jetzt als erstes machen will. Ich bin froh, dass deine Erinnerungen noch funktionieren, Marley. Ich mag Weitschüsse. Du gehst hier in Deckung. So. Yuki. Bereit, Kuma? Fangen wir an, Kuma. Was? Sehe ich da einen Unfall? Ein Abenteuer. Es reicht. Der Kasus ist ganz klar. Ich widme mich wieder meinen Pflichten. Gut.
Jetzt sieht dich aber niemand. Doch er. Und er. Kann ich ihn umlegen? An ihn komme ich nur über die Leiter. Ich komme nicht hier aufs Haus rauf, wa? Nein. Ja, guter Plan. Guter Plan. Warte mal. Jetzt bräuchte ich die Scharfschützen. Doch, war... Ah, nee. Sie kann ja nur Leute weglocken, aber dann dreht er sich ja nur um. Ich probier's mal. Ich habe ja noch eine Leiche. Ich trotze dem Sturm. Die Landung könnte etwas unsanft werden. Bonsoir. Das wird ein Weitschuss. Alarm. Ja. Übers Meer. Miss, berechne, berichtige. Bei der Maid schläfst du etwa? Oh, scheiße, der. Das Volk kinderleicht, vermaledeiten Seele. Wie unvorteilhaft für mich. Kostbare Zeit, Pirat. Das klappt immer. Das kannst du gleich. Was haben? Das Piratenpack ist unter uns. Blitzschnell, Messerscharf. Sura. Also. Kalkula. Rektifika. Was ist das? Stellen wir eine Falle auf. Nein, ich bin Rektifika. Genießen. Ich komme auf der Heist der Maid. Oh, die hat doch noch ausgelöst. Staub vor mir. Das Urteil der Maid erwartet dich, Kreatur. Stinkt es hier nach Verderbnis. Berechne. Ich komme auf der Heist der Maid. In den ich sehe zu niemandem auf. Fragen wir nicht um Erlaubnis. Hol du dir mal bitte eine neue Leiche? Ach komm, beeil dich. So. Zu Befehl. Nichts. Ha, was für eine Zeitverschwendung. Nein, nicht alle wieder zurücklaufen. Das hat doch so gut funktioniert. Wen hat's jetzt entschärft? Ihn? Aber die beiden leben ja noch. Achso, der hier unten. Genau, da liegt er. So, der ist tot. Okay. Jetzt müssen wir genau dasselbe nochmal machen. Und zwar folgendermaßen. Geil. Tirez les canons. Ah, ist zu weit. Ei. Tja, ich wollte meine Kanonen eh sauber machen. Magnifique. So. Kommt mal alle her, Nein, Sura! Kalkula! Rektifika! Werde ich dich in der Ranken finden, Piratenbrut? Abscheuliches das Feuer hat mich zu dir gelassen. Und jetzt? Das Feuer lächelt nach deiner vermaledeiten Seele. Hoch, hoch! Bevor ich noch sauer werde. Ich kann dein verwestes Fleisch schon riechen. Schändlich! Das Urteil der Maid erwartet dich, Kreatur. Nun, als der Tod ist gekommen. Dem Scheiterhaufen Nahrung geben. Miss, berechne. Das Feuer wird mich zu dir geleiten. Hilft mir nichts. Oh, das Feuer lächelt nach deiner vermaledeiten Seele. Doch, hilft mir. Oh, was ist das? Oh, wie sehr werde ich die Leute von deiner Seele verbrennen. Spür den Zorn der Maid, Pirat. Komm hoch. Stopp! Du stirbst! Und. Brauchst du was? Du hier vorne stirbst auch. Ah, ne, die rennen dorthin. Ich kann dein Verwesen wie gleich schon riechen. Gespannt wie eine Feder. Kalkula! Wie sehr werde ich Abenteuer. Die Nahrung deiner Seele genießen. Ich wer? Du vergeudest kostbare Die Kanone ist stärker als das Schwert. Geschwind! Was liegt dir heute auf der Seele? Berechne! Berichtige! Mensura! So. Mein Kalkula! Oh, hast du das gesehen? Die werden gleich wieder runterklettern. Ha, die Schatten sind vor uns. Ja, toll, jetzt läuft alle da lang, ja? Ach, das ist doch unfair.
Hallo, hier ist eine Falle. Könnt ihr mal mit einer reintapsen? Jetzt fehlt er hier unten. Na gut. Yuki. Schau her, Sensei. Warte mal, wie fehlt denn jetzt alles? Du guckst. Du guckst. Aber die beiden sind weg. Lass mich dich erinnern. Ja, ja, gute Idee. Das wirst du nicht vergessen, wie mache ich oder? Denn das? Ich weiß, wie ich es mache. Ich guck's mir in der nächsten Folge an. Ja. Gut. Ich guck's mir in der nächsten Folge an. Am besten ist es, ich löse wieder einen Alarm aus, locke die hier hoch und ziehe sie dann... Oh, ich kann hier unten rüber springen. Sehr gut. Hier rein. Lenke ihn ab. Mit der Kanone. Und lege ihn um. Das werde ich machen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.